Hey Leute, ich bin's wieder und jetzt mache ich ein kurzes Update-Video nach Weihnachten, was noch so passiert ist. Also ich habe noch zwei so Hobbit-Sets bekommen, einmal die Schlacht von Dol Guldur und dann noch einmal die Verfolgung auf dem Wasser. Also beides sehr schöne Sets, sehr schöne Figuren, aber davon werdet ihr irgendwann noch mehr sehen, wenn ich die Reviews noch mache, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, dann da hinten ist mein Mock, das habe ich jetzt ja, soweit fertig. Das Video habe ich auch schon gemacht und das wird jetzt auch irgendwann kommen. Ja, dann kommen wir zu einem Thema, was ich bisher noch nicht angesprochen habe in meinen Updates oder allgemein. Und zwar The Walking Dead. Also diese Serie ist echt sehr cool und ich denke, einige von euch werden die wahrscheinlich mal gehört haben. Und ich verfolge die schon seit der ersten Staffel, bin sehr überzeugt, dass die Serie sehr, sehr gut ist und ja, ich bin echt ein Fan von dieser Serie geworden. Und ich habe jetzt schon so einige gesehen, die versucht haben. Also da ist in der einen Staffel, da geht es so hauptsächlich um ein Gefängnis. Und ja, wenn ihr das nicht guckt, dann wisst ihr das natürlich nicht. Deswegen sage ich das ja jetzt gerade. Und ja, das finde ich eigentlich einen ziemlich interessanten, dass das ein ziemlich interessanter Schauplatz ist. Und den würde ich jetzt gerne in nächster Zeit mal nachbauen. Ich habe mir da schon so eine Art Skizze gemacht, mit den einzelnen Zellen oder mit einem Zellenblock und einem zum anderen. Dann habe ich hier noch die Zäune gezeichnet, den Eingang und diesen Weg. Dann hier diese Grasfläche, wo die Farm drauf ist und das Grab. Ja, und das werde ich dann in Lego umsetzen. Ich habe jetzt auch schon angefangen, so ein paar Figurenteile rauszusuchen, um Customs zu machen. Ja, meine Frage ist jetzt, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt jetzt bitte in die Kommentare, dass Walking Dead euch interessiert und dann schreibt ihr das dann da rein. Dann werde ich mal ab und zu, also nicht so regelmäßig, sondern mal vielleicht so alle paar Wochen, werde ich dann mal ein Video von The Walking Dead rausbringen. Ja, so als viertes Thema noch. Ja, die Figurenteile plus Waffen, also die Waffen sind von Brick Arms, also hauptsächlich. Also vernünftige Waffen, schön detailliert. Auch sehr teuer, aber das habe ich dann einfach mal gemacht. Und halt ganz viele Figurenteile. Dann brauche ich noch Farbe. Und da benutze ich wahrscheinlich Aquacolor von Revell. Die sind auch jetzt nicht gerade günstig, wenn man da jetzt ein paar Tuben von braucht. Aber ich denke, das ist okay. Ja, da habe ich jetzt auch für 90 € schon Teile und Waffen bestellt, weil die meisten Figurenteile, die so brauchbar sind, die hat ein Bricklink Store jetzt nicht gerade alle. Deswegen habe ich jetzt schon alleine in vier Bricklink Stores bestellt und ich habe noch immer nicht alle Teile zusammen. Also das wird ja auch noch ein paar Wochen dauern. Ich habe jetzt schon ein paar Figuren soweit komplett, wenn die Teile ankommen. Also ich habe das jetzt erst gestern bestellt oder so. Ja, und es dauert dann halt noch. Ja, das wollte ich halt nur sagen. Also wenn es euch interessiert, The Walking Dead, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr schreibt, dass ihr das gut findet. Denn ich würde es sehr, sehr gerne machen für euch. Und ja, wenn nicht, dann mache ich das halt für mich selbst zu Hause. Nur das Problem ist dann werdet ihr halt in nächster Zeit nicht mehr so viele Mocs sehen oder allgemein Mocs sehen, weil ich dann wirklich alle Platten, die ich habe und so, in das Gefängnis reinstecke. Und dann werde ich, also wenn ihr jetzt sagt, nö, dann seht ihr auch wahrscheinlich nichts davon. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nur noch so Updates machen und Infovideos und vielleicht mal einen Minimog. Aber so größere Mogs, ja, die sind dann halt nicht mehr so machbar aufgrund dieser Sache mit dem Gefängnis. Und ich lasse mich da jetzt auch nicht überzeugen, das Gefängnis nicht zu bauen, weil ich bin ein sehr großer Fan und ich möchte das halt einfach machen. Und ich denke, das ist verständlich. Ja. Ja, mehr wollte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall ist eine nette Serie und ich denke, die wird euch auch gefallen, auch wenn ihr jetzt von dieser Serie noch nichts gesehen oder gehört habt. Es ist echt cool, die Serie, also mit sehr, sehr guten Schauspielern und allgemein sehr, sehr guten Charakteren. Und ich denke, mit der Serie könnte sich jeder anfreunden, weil es ist halt auch immer so ein bisschen Action oder auch mal ein bisschen lustig, auch wenn es Zombies sind, die da vorkommen. Aber da sind schon echt gute Szenen dabei. Als ob jetzt Action oder als auch dann Comedy. Ja, ja, das war's dann jetzt zu diesem Video. Also bitte in den Kommentaren abstimmen, wollt ihr das haben oder wollt ihr es nicht. Wie gesagt, ich würde es halt sehr begrüßen, weil ich es gerne mache.
Ja, dann Abo-Empfehlungen noch an Lego Star Wars Jedi 3 und The Commander Blitz. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Abstimmen und nicht vergessen. Abonniert, bewertet und kommentiert. Und schau bis zum nächsten Mal.